Man hat immer mal wieder Schwankungen im Spiel gehabt, aber insgesamt bin ich zufrieden. Wir waren mit viel Spielfreude und Tempo unterwegs, sagte Prokop. Angeführt wurde der Europameister von 2016 vor 5723 Zuschauern in der Arena Leipzig von Patrick Winczek mit 4 Toren. Bereits am Samstag 14.30 Uhr hat Serbien derweil Chance zur Revanche. Dann treffen beide Mannschaften im zweiten Duell in Dortmund aufeinander. Schon vor der Partie wartete der Deutsche Handballbund DHB mit einer Veränderung auf. Gegen Serbien saß Oliver Rogic zum ersten Mal neben Prokop, Co-Trainer Alexander Hase und Physiotherapeut Sven Raab auf der Bank. Ein weiterer Trainer soll er jedoch nicht sein. Er ist nicht für das Coaching, nicht für das Wechseln zuständig, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kummer. Er ist derjenige, der eine koordinierende Funktion auf der Bank innehat. Veränderung nach EM. Jene Veränderung sei laut auch eine Folge der Nachbetrachtung des EM-Debakels gewesen. Es ist sicher so, dass in Zunahme von Oliver Rogic auch ein Ergebnis unserer Analysen gewesen ist, sagte Kummer. Nach dem Hauptrundenaus bei der Europameisterschaft in Kroatien hatte der DHB eine mehrwöchige Fehleranalyse durchgeführt und sich im Februar anschließend für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Prokop entschieden. Positiv äußerte sich Kummer indessen über das turnusmäßige Treffen des DHB und Bundestrainer Prokop mit den Trainern der Bundesliga-Vereine. Unter anderem sei dort am Mittwochnachmittag über Entlastung der Nationalspieler und Nominierungsprozesse gesprochen worden. Wir möchten uns langfristig und intensiv austauschen. Es war ein sehr nettes und kollegiales Gespräch. Wir haben den Startschuss gemacht für eine enge Zusammenarbeit, sagte Kummer. Neuanfang für Prokop. Einen Startschuss oder vielmehr einen Neuanfang markierte Partie gegen Serbien auch für Prokop. Und er ließ frischen Wind wehen. Wie angekündigt probierte Prokop gegen den Gast vom Balkan viel aus. Besonders auf der mittigen Rückraumposition testete er mehrere Optionen. Vor allem der Leipziger Niklas Pietzkowski und Berlins Fabian Wiede bekamen auf in der Spielmacherrolle viel Spielzeit. Tim Kneule, der ebenfalls für Mitte vorgesehen war, musste wie Abwehrchefin Lemke passen und war vor der Partie abgereist. Wie vermutet braucht die deutsche Mannschaft ihre Eingewöhnungszeit. Gerade in den ersten Minuten gingen viele Anspiele noch ins Leere. Die Halbzeitführung rührte mehr von der überragenden Leistung von Torhüter Silvio Heinevetter. Prokop hatte vor der Partie mehr Ballgewinne als noch bei der Europameisterschaft gefordert. Bei der Verwertung der durch Heinevetter provozierten Gegenstöße ließ DHB-Auswahl zu Beginn jedoch zu viel liegen. Im zweiten Durchgang gab seinem zweiten Anzug eine Bewährungschance. Topstars wie Kapitän Uwe Gensheimer oder Torwart Andreas Wolf bekamen Zeit zum Durchschnaufen. Mit Matthias Musche auf Linksaußen, Erik Schmidt am Kreis oder Tim Hornke auf rechts zeigte Prokop, dass er über vernünftige Alternativen verfügt, auch wenn Serbien im Endspurt noch einmal herankam. Video: Bora feiert Etappensieg im Baskenland, der Sprint auf der dritten Etappe.